Hallo Yoga-Freund, Kopfstand, die nächste. Heute zeige ich dir diese aus der Dreieckshaltung heraus, den Kopf rollend, das was wir schon gemacht haben. Was ich voraussetze, was ich einfach in dem Moment schon voraussetze, dass du dich damit beschäftigt hast. Zeige ich dir, wie du jetzt beginnst, in dieser Haltung, mit dieser Haltung zu arbeiten. Ich drehe mich jetzt einfach mal um. Ich habe die Arme wieder so gesetzt wie vorher. Ich habe den Kopf in die Hände gelegt. Der Kopf berührt den Boden nicht. Ich drücke die Ellenbogen in den Boden und ich hebe meine Knie. Mein Kopf ist noch nicht in Kontakt zum Boden. Jetzt drücke ich mit dem Kopf in den Boden und ich drücke mit den Armen in den Boden. Das nächste ist, dass du ein Bein versuchst zu heben, den Kopf in den Boden drücken, die Ellenbogen in den Boden. Du kannst dann wechseln, das andere Bein, Kopf. Es kann auch so aussehen oder so, der Kopf drückt, Ellenbogen, Bein. Dann beginnst du den Kopf in den Boden, die Ellenbogen in den Boden, ein Bein hebend und versuchst mit dem Bein das andere Bein hochzuziehen. Der Kopf berührt den Boden nicht. Der Kopf geht in den Boden. Viel Spaß.